So, Servus, die Aufnahme läuft, sehr gut. So, ja, Servus und willkommen zur heutigen Folge Airlinesim. Ah, ich wollte hier heute Leitstellen ins Spiel bringen. Kommt vielleicht auch noch, mal schauen. Ja, wir haben dann jetzt gleich, ich bin jetzt schon etwas eher nach Hause gekommen, glücklicherweise, und ich komme pünktlich, ja schon fast, um zu sehen, wie dann unsere Flugzeuge von der ersten, vom ersten Flug, den sie heute durchgeführt haben, nebenbei jetzt von Houston, also von Houston jetzt wieder zurück kommen oder aus Kansas zurückkommen oder halt aus Edmonton. Dann um 7:15 Uhr. Ja. Ist vor kurzem aufgefallen, es gibt eine regelmäßige Serie auf D-Max über den Edmontoner Flughafen. Und es soll halt jetzt, ich glaube, der am stärksten wachsende Flughafen sein, der so im Norden ist. Interesting. So, DBFI, also die 737 Max, die steht jetzt hier schon. So, die hat schon unsere neuen Sitze bekommen. Ich werde dich das ja mal durchrechnen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Na gut. Wo ist jetzt Phoenix? Da ist Phoenix. So. Ausführen. Ein Transferflug und der ist auch schon jetzt eingebucht. Sehr gut. Das heißt, dann kann ich das gleich schon mal hier auf diese. Den wollten wir mit dem nehmen. Ich war den besser ausgebucht. Der war hier immer relativ voll, aber hat dafür sehr wenig Cargo. Das kann, glaube ich, etwas mehr mitnehmen als der aktuelle. Der hier oben. Oh, ich glaube, ich nehme doch lieber die Route hier oben. Wenn die Trades. Ja, ich glaube, ich nehme eher die Route hier oben. Ich glaube, damit komme ich dann besser. So. Ja. Also nehmen wir dann einfach mal schnell hier auf das Flug. Gehen wir mal schnell auf das Flugzeug hier. Gehen auf das Flugzeug hier. Flugplan übertragen. Sehr schön. Damit ist das jetzt in unsere Flotte eingegliedert. Das Ding hat jetzt auch seinen Flugplan. Ah. Bitte was? Unsere Turnaround-Zeiten verlängern sich etwas. Das ist aber sehr, sehr schade. Okay, das müssen wir jetzt halt alles ein bisschen nach hinten optimieren. Das geht um. Gehen wir mal ganz kurz auf 5:20 Uhr. Müssen wir noch einmal 5:25 Uhr. Immer noch nicht? 26? 28? Damit müsste es jetzt gehen. Planungsdaten übernehmen wir schon mal. Oh, 5:28 Uhr. Das muss ich jetzt wohl für jeden Tag einzeln einstellen. Uhr, gehen wir schon mal ganz kurz hier auf 5. Gehen wir da dann auf 5:04 Uhr ist es fertig, sehr schön. Gut zu wissen. Ja gut, okay, müsste sicher dann auch nach Hause gehen. 10:30 Uhr gehen wir mal auf 10:45 Uhr. Immer noch ein Stück. Ach du Scheiße. Na, nee, da muss ja also. Okay, erstmal auf 55. 56. So, jetzt passt es aber. Planungsdaten übernehmen. Und jetzt kommen wir jetzt hier zum interessanten Teil. Also ich denke mal, ich kann gleich mal auf 16 Uhr gehen. 16:33 Uhr ist das Ding fertig. Gut. Dann gehen wir auf 16:33 Uhr und gehen auf Planungsdaten übernehmen.
59. Oh Gott. Gehen wir mal schon auf 59. 10. 10:08 Uhr. Sehr schön. Gut, dann 10:08 Uhr. Mal ganz schnell auf die Aufnahme schauen. So, ihr habt auch Ton, das ist schon mal sehr gut. Schaltungsdaten übernehmen wir. Gut, dann jetzt noch einmal den Flug, das Ding jetzt noch ein kleines Stück nach hinten verschieben. Auf bis 11:42 Uhr. Was? Fünfzig. 13:08 Uhr wieder. Achso, gut, okay. 13:08 Uhr. Planungsdaten übernehmen. Bitte, 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 bitte. Jawohl, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Sehr schön. Plan freigeben. Herzlichen Glückwunsch. Au revoir. Deswegen hat auch also anscheinend auch eine höhere Turnaround-Zeit. Gut, dann gehen wir ganz kurz jetzt mal auf zwischen Jackson. Die Flüge ist natürlich noch nicht eingebucht. Dann haben wir zwei neue Anträge. Max Tags. Mittelstrecke. Ah, fliegen in die USA. Könnte man rein theoretisch mit aufnehmen. Und Mitchell Mouse Airways. Aha. Hört sich irgendwie ein bisschen deutsch an. Aber gut. Okay, also macht hier zu diesen Destinationen hin von Tampa. Beides Sachen, also wo ich sagen würde, ja, sollten wir uns vielleicht mal. Sollten wir vielleicht dafür stimmen? Allianz, Mitgliedsanträge, ich bin für. Ah nee, scheiße, das war natürlich falsch. Max-Tax wollte ich dafür stimmen und Mitchell Mouse wollte ich dafür stimmen. Sehr schön. Gut, sorry. Ja. Damit haben wir das jetzt schon mal fertig. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wollen wir für die Bombardier was Neues nehmen oder wollen wir sie wirklich jetzt weggeben? Wollen wir sie vielleicht noch für irgendwelche kleinen Nebenstrecken nehmen oder wollen wir sie wirklich weggeben? Ich glaube, ich gebe sie jetzt wirklich final weg. Das ist die. Damit ist die jetzt hier ausgeflottet, die N003PHU Leasing. Die. N003PHU ist sicher, ne? Genau, dann kündigen wir den Vertrag einmal. Gekündigt. Gut, dann, was ist eigentlich das Asset Management? Ah. Okay, gut. Cashflow. Interesting. Einzahlungen. Aha. Ja, sehr schön. Damit ist das auch soweit geklärt. Können wir mal ganz kurz hier auf schauen, ob irgendjemand was in dem letzten Video drunter geschrieben hat, aber ich glaube nicht. Nee, da war noch nichts. Gut, dann wollen wir noch was machen. Ja, ich habe jetzt mal, also wir haben ja mal geschaut, also 126. Das heißt, wir können, wir nehmen jetzt gut, ja. Also das überlegen, das sind 21 Passagiere, die wir mehr mitnehmen. In der Eco. Ein weniger in der Business, aber viel mehr in der First. Wir sind die Flüge momentan so auf der First eingebucht. Immer relativ gut. Also hier wäre, denke ich mal, also nach Toronto werden wir natürlich jetzt nicht mehr kriegen. Aber sonst, ja, eigentlich ganz gut, ne? Okay, mal ganz kurz schauen, wie das jetzt hier so gebucht ist. Ja, 14.000 Gewinn. Ich denke mal, mit der anderen machen wir dann, keine Ahnung, 17.000, 18.000. Also durchaus mehr.
Würden wir vielleicht jetzt nicht sofort merken, aber ja. Hätte natürlich auch eigentlich das nehmen können. Aber das will ich doch erstmal noch damit dabei belassen. Ich habe mal geschaut, also die 7378 Max wird ja primär von, also wird im echten Leben ja sehr stark von Southwest benutzt. Die war, glaube ich, auch damals die erste Airline, die eine 737-800 Max bekommen hat. Ja, und dann lass uns doch mal gleich nochmal hier reinschauen. So, also hier ist noch der Flug eingebucht, kommt Haptime 6:55 Uhr, das macht UTC-mäßig 13:55 Uhr, also 14:55 Uhr deutscher Zeit kommt hier heute an. Ja, gut, ne? Das ist durchaus ja Bereich des Machbaren. Und ja, sehr interesting. Sehr, sehr interesting. Gibt eigentlich mittlerweile eine Börse? Ist schon jemand in Frankfurt an der Börse? Nein, da ist natürlich noch niemand. Schade. Dubai? Oh, wisst ihr auch noch nicht? New York? Auch noch nicht. Das ist aber sehr schade hier. Mensch. Lass uns doch mal ganz kurz mal auf die Übersicht schauen. Ich denke nämlich, das wird hier bald wieder nach oben gehen. Also zumindest Eco? Weiß ich gar nicht. Lass uns doch mal ganz schnell das Service-Profil anschauen. Da können wir mal schauen. Kabinenkonfig, besser gesagt. Kabinenkonfig. 737. Edit. Das ist ja hier Lie-Flat. Comfort Class, und das ist ja Leisure. Also, ja. Also auf jeden Fall wird die First und die Business uns vielleicht etwas mehr mögen. Die Eco, ja, bleibt konstant. Ihren zwei Beliebtheitswertungen. Genau. Und zwar, ich habe mich hier nochmal ein bisschen mit der 737 beschäftigt. Das heißt, beschäftigt. Ich habe mir ganz kurz überlegt, also was heißt, ich hab das nochmal ein bisschen nachgeschaut gehabt, weswegen man denn eigentlich diese Max gebaut hat. Wir können ja mal ganz kurz die zurück zur Flugzeugfamilie gehen. 73, ach, das ist die 737 Max-Familie. Ah, interesting. Gut. Und zwar, also die Max-Familie ist halt so, dass die weniger Treibstoff, glaube ich, verbrauchen. Also ökonomisch besser sind als die momentan. Dann aerodynamisch haben sie hier noch, sind noch verbessert worden. Die Triebwerke hier, ich weiß gar nicht, das sind ja auch für aerodynamische Zwecke da. Ja, allgemein halt umweltfreundlicher und effizienter geworden als die bisher 737. Und ja, dann haben wir wieder 2,779 Millionen. Mensch, da könnte man ja schon fast wieder ein Flugzeug kaufen fahren, ne? Und unser Gewinn steigt weiter. I love this. Mir gefällt das immer so sehr, wenn ich das sehe, weißt du? Die ist der 23. Ah, okay. Also, wir haben gestern. Oh, nicht. Ja, wir haben nicht wenig Umsatz. Wir machen momentan nicht wenig Umsatz. Also, das gefällt mir soweit sehr, sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das wieder mal für heute? Ja, das soll auch reichen für heute. Was ist wieder mal für heute? Ich sehe uns dann in den nächsten Tagen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Airline Sim. Bis dato. Tschüss und ciao.